Der Staat verschuldet wie nie zuvor. Rentenkassen und Sozialversicherungen in Bedrängnis. Und ob die Banken je die Milliarden zurückzahlen, mit denen sie gerettet wurden, ist ungewiss. Will man Steuern erhöhen, will man Ausgaben senken, das ist wirklich eine politische Fragestellung, die sich aber stellen wird, sehr dramatisch stellen wird in den nächsten Jahren. Schlimm finde ich eben, wenn es dann dazu führt, dass bestimmte, dass die Leute keinen Job mehr haben, dass sie nicht mehr ihre normalen Bedürfnisse finanzieren können, dann wird es sehr schwierig. Annette ist mittlerweile ausgestiegen aus dem Investmentbanking. Sie hat ein Buch geschrieben über grenzenlose Gier. Keiner hat gewusst, da gerät irgendwie unser ganzes System ins Wanken. Und wir sind irgendwann alle vom Staat abhängig, der uns mit Milliarden retten muss. Nein. In New York gehen die Geschäfte weiter. Enno Balz und Ron DeVary schlagen sich durch die Krise. Heute erklärt Ron seinen alten Kunden, was er ihnen damals eigentlich verkauft hat. Wir bezeichnen uns selbst als Ärzte, als Fachärzte für Kredite. Wie man weiß, gibt es jede Menge Vermögenswerte, Wertpapiere, die man auch als toxische, als giftige Papiere bezeichnet. Die analysieren wir mit unseren Experten. Sie schauen sich die Papiere genau an, um herauszufinden, was da eigentlich drinsteckt. Auch Enno Balz hält sich bereit. Er ist sich sicher, das Spiel beginnt von neuem. Also ich glaube, an der Mentalität wird sich nie viel ändern. Man arbeitet hier, um Geld zu verdienen. Man weiß in der Regel, dass man es nicht länger als maximal 20 Jahre hier aushält. Und in diesen 20 Jahren muss man ein ausreichendes Vermögen zusammen erwirtschaften, um damit dann für den Rest seines Lebens auszukommen. Und deshalb glaube ich nicht, dass sich da wirklich fundamental was ändern wird.